Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Mein Name ist Raphael und wir sind immer noch im Day and Night Sport in Kassel und werden heute ein wenig weiter unsere Muskeln trainieren. Ich habe mir wieder eine Übung ausgesucht, wieder am Seilzug und diesmal ist der Latissimus dran. Wir wollen ein wenig den Latissimus trainieren und wir werden am Seilzug einarmiges Rudern ausprobieren. Das Schöne an dieser Übung ist, dass wir hier unseren Latissimus so trainieren, dass wir von unten nach oben ziehen. Und beim Latissimus-Training ist es sehr, sehr wichtig, also wenn wir einen breiten Latissimus haben wollen, also ein breites Kreuz haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir den Latissimus in drei Winkeln trainieren. Das ist einmal von unten, einmal gerade und einmal von oben nach unten. So bauen wir uns einen richtig guten Latissimus-Muskel auf. Und heute zeige ich euch das einarmige Rudern am Seilzug. Aber genug gelabert, Leute. Los geht es mit der Übung und ich zeige sie euch mal. Wir machen wieder hier schön am Seilzug. Ich liebe das Seilzugtraining, ganz ehrlich, Leute, ist herrlich. Also, wir gehen so ein bisschen in die Hocke, sage ich mal, packen uns den Griff hier und dann den linken Arm können wir auf die Brust legen oder sowas oder auf den Oberschenkel vom linken Bein und dann ziehen wir das Seil zu uns. Auch hier machen wir wieder 12 Wiederholungen mit natürlich dem Gewicht so gewählt, dass es unserem Leistungsstand entspricht. Der Rücken bleibt bei der Übung gerade. Und ihr seht hier, ich drehe meinen Arm ein. Eine richtig schöne Übung und ihr werdet merken, wenn ihr das erste Mal macht, dass ihr hier ziemlich es im Latissimus spüren werdet. So, das soll es gewesen sein für den rechten Arm. Weiter geht's mit dem linken Arm, der darf natürlich nicht fehlen. Hier genau das gleiche, wieder in die Hocke gehen und dann ziehen wir das Seil zu uns. Und ihr seht schon, schön von unten ziehen, schön weit nach hinten. Der Rücken bleibt gerade. So, das soll es auch schon gewesen sein. Hiervon auch drei Sätze, 8, 10, 12 Wiederholungen, je nach Leistungsstand und je nach Gewicht. Und so bauen wir uns super den Latissimus-Muskel auf. Und dementsprechend kann ich die Übung auch nur empfehlen, das einarmige Rudern am Seilzug. Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Übung. Falls ihr Fragen zur Übung habt, schreibt ihr gerne als Kommentar unter das Video. Ansonsten besucht uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Das war's, bis zum nächsten Mal.